herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der wunderschönen Hallen-TV-Halle. Ich habe es ja im letzten Livestream, falls ihr nicht dabei wart, nächstes Mal am besten dabei sein. Da habe ich ja erwähnt, dass ich heute euch mal kurz zeigen möchte, was der Elektrikfehler beim 3-Liter-Mann da war. War relativ banal tatsächlich und auch, ja, wie soll ich sagen, ich habe das Auto vor 10 Jahren ungefähr restauriert und habe mir da bei der Elektrik nicht groß Gedanken gemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und dann schneiden sie natürlich auch Fehler ein, ist auch klar. Und ja, im Endeffekt war es eine kleine Ursache, aber eine Riesenwirkung, wie es oft so ist. Und ich zeige euch gleich mal am Fahrzeug, was es war. Eine Sache vorweg, ich muss mal kurz im Müll wühlen, ob ich das Teil dann finde. Ja, ich habe es tatsächlich noch gefunden. Das hier ist der Spannungsstabilisator. Der kommt hinten an den Tacho ran. Hier ist der Tacho. Das ist jetzt ein anderer, aber es ist von der Machart das gleiche. Und da kommt der so hinten ran. Der sorgt dafür, dass die Zeigerpositionen einigermaßen passen und ich glaube auch, dass die Zeiger nicht hin und her wackeln. So, und wie man sieht, ist hier ein Pin einfach abgefallen. So, das Ding getauscht. Jetzt zeigen immerhin schon mal die Instrumente das an, was sie sollen. Also früher war es so, ich habe voll getankt, Zündung an und die Tanknadel ist rechts hinter der Verkleidung verschwunden, so ungefähr. Und das ist jetzt auch schön auf voll, auf der Anzeige, passt alles wunderbar. Auch Voltmeter passt. Und leider geht meine Temperaturanzeige nicht, die geht gar nicht. Das ist ein bisschen schade, deswegen suche ich auf diesem Wege nochmal eine Temperaturanzeige vom GSI. Reicht die Temperaturanzeige, wenn ihr ein ganzes Cockpit habt, was ihr loswerden wollt, ist auch okay. Schreibt mir einfach einen Kommentar oder eine Nachricht über Insta zum Beispiel. Wenn ihr sowas habt, das wäre ganz geil. Ich habe zwar noch ein Cockpit vom GSI, das ist aber das vom Community Manta und das möchte ich gern ungern auseinander basteln, weil das brauche ich ja noch. Ich habe jede Menge Cockpits vom GTE. Da ist die Anzeige von der Skala ein bisschen anders und ich möchte das schon gern einheitlich haben. Weil im Moment habe ich ja das VDO-Instrument angeschlossen, was eigentlich für Öltemperatur gedacht ist. Und das macht ja im Moment die Wassertemperatur und das soll halt auch wieder als Ölthermometer angeklemmt werden dann. Achso, vielleicht noch ein, zwei Worte zu dem kleinen Carporn, den ihr gerade gesehen habt. Das war mein Kumpel Andi, der wohnt hier relativ in der Nähe. Und er hat spontan gefragt, ob ich zu Hause bin und ist mit seinem, auch mit seinem 3-Liter-Mann, da ist auch ein 3-Liter, allerdings ein C30 LE drin, ist er spontan vorbeigekommen und wir haben eine kleine Runde gedreht, war sehr witzig, Gruß geht raus an dieser Stelle. Solche Aktionen müssen wir eigentlich viel öfter machen, finde ich. Aber das Auto ist auch richtig nice, auch richtig guter Zustand und ich finde es geil, das ist irgendwie so ein richtiger 90er Jahre Tuning Survivor. Ja. Das dazu. Achso, heute ist mir irgendwie alles entfallen. Ich zeige euch natürlich am Ende nochmal ein kurzes Update zum Community Manta. Da haben einige nachgefragt. Ich weiß, ich würde auch gerne weitermachen, aber ich möchte gerne erstmal den Kollegen wieder so weit flott haben, dass ich damit gut fahren kann. Weil, ja, ist blöd sonst. Ich fahre halt gerne Manta, sagen wir es mal so. So, damit ihr auch seht, dass es wirklich funktioniert, Licht an, übrigens gleich ein Feature, ne? Die Lampe bleibt aus, Licht ist an, alles schön. So, ein weiteres Feature, was ich bis jetzt nicht angeschlossen hatte, ist dieser Warnsummer. Wenn man das Licht anlässt und die Tür aufmacht, dann macht er dieses wunderschöne Geräusch. Der war vorher gar nicht angeklemmt. Auch aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe die Türkontaktschalter damals vertauscht. So, Licht ist aus, nicht, dass es wieder rumnervt. Türkontaktschalter ist da. Ist jetzt ein bisschen schlecht zu sehen.
Aber es gibt da zwei verschiedene, einen für die linke Seite, einen für die rechte Seite. Und der für die linke Seite hat zwei Anschlüsse. Das hat den ganz einfachen Grund, weil da dieser Warnsommer, den ich noch befestigen muss im Übrigen, der wird damit aufgeklemmt, damit du halt das Signal hast, wenn Licht an ist und du machst die Tür auf, dieser Warnton erscheint. So, den hatte ich drüben auf der anderen Seite angebaut. Da. Und da hing irgendein Kabel noch rum, das habe ich da einfach mal drauf geklemmt. Damals in meinem jugendlichen Leichtsinn, ja, habe ich es einfach so gemacht. Und es war ja wirklich so, der Motor lief, ich habe die Tür aufgemacht und der Motor ist ausgegangen. So, dieses zweite Kabel, was ich darauf geklemmt habe, das ist vermutlich, das ist nicht hundertprozentig sicher, das muss ich nochmal durchmessen, die Beleuchtung von der Uhr. So, und wenn das dann, wenn dann die Tür aufgemacht wurde, der Schalter geschaltet hat, der Türkontaktschalter, dann hat es einen Kurzschluss gegeben und das hat wohl dem Steuergerät irgendwie gesagt, ja, mach mal aus oder die Zündung ist ausgegangen, irgendwie so. Es ist komischerweise keine Sicherung geflogen, aber die Kiste ist ausgegangen. Das war's eigentlich schon. Ich habe die jetzt einfach durchgetauscht, also den da, den doppelpoligen da raus, hier ran. Jetzt geht die Beleuchtung. Warte mal, ich guck mal, ob ich einen Schlüssel habe. Mein Gebläse geht, das ging vorher auch nicht. Beleuchtung funktioniert alles wieder, wobei ich da denke, das lag eher an diesem kleinen Spannungsstabilisator. Ihr könnt jetzt auch schön sehen, wie die Tankanzeige sauber hochgeht. Das Auto ist jetzt natürlich nicht mehr voll getankt. Aber vorher war es halt so richtig extrem. Die Tankanzeige war voll, dann ging sie ganz langsam runter und so ab Mitte ging es auch immer so derbe schnell, dass man kaum noch eine Tankstelle erreicht hat. Aber jetzt funktioniert das alles. Und ich freue mich, weil Elektrik ist echt immer richtig schwierig zu finden. Ein Fehler, für mich persönlich. Achso, da sieht man auch gleich die Temperaturanzeige, die ich suche. So eine Anzeige suche ich. Da hat auch schon mal einer eine kleine LED reingebastelt. Da. Ich weiß nicht wofür, vielleicht als Lüfterkontrollleuchte oder so. Ich weiß es nicht, deswegen funktioniert die auch nicht. Das war eigentlich schon alles zum Elektrikproblem. Also wie gesagt, eigentlich nichts Schlimmes. Ich werde jetzt dann nochmal checken, ob dieses Kabel, was ich da fälschlicherweise angeklemmt habe, wirklich das Kabel für die Uhr ist, die Beleuchtung. Weil dann kann ich, die geht nämlich auch nicht, es würde auch passen und von der Position da rechts am Cockpit passt es auch einigermaßen. Dann würde ich das nämlich auch nochmal anklemmen und dann ist die Elektrik eigentlich schon relativ gut. So, und das streiche ich jetzt ganz genüsslich von der To-Do-Liste ab. So, das zelebriere ich jetzt. Innenraumelektrik. Yes. Das streiche ich sogar durch und ist ab. Ha. Mega gut. So, bleiben noch zwei Punkte. Mittellagergummi. Da muss ich nochmal gucken, wie ich das mache. Ich habe da eine komplette Axtraverse liegen, wo das Gummi richtig fest ist. Da bin ich allerdings ein bisschen zwiegespalten, weil die Axtraverse, die jetzt im Auto drin ist, die habe ich schön pulvergeschichten lassen. Da sind PU-Buchsen drin. Also die ist eigentlich richtig schön fertig gemacht. Die würde ich ungern rausschmeißen. Vielleicht kriege ich das auch irgendwie anders noch befestigt. Und dann natürlich die Hohlraumversiegelung. Das war es eigentlich auch schon zu dem Auto. So, dann springen wir jetzt nochmal kurz rüber in die Garage. Da steht nämlich der Community Manta. Und dann gucken wir da nochmal, was es da so Neues gibt. Vieles nicht, aber ich will euch das nicht vorenthalten. Und das Auto gibt es noch, das Projekt geht auch weiter, ganz klar. Also, ab nach drüben. Da steht er. Der ist schon wieder gut eingestaubt hier. Das Problem in dieser Garage ist, dass das Dach undicht ist. Hier oben die ganze Farbe runterkrümelt. Deswegen stelle ich meinen 3-Liter-Manta hier auch ungern rein. Ja, was gibt es hier Neues? Der Teppich, den habe ich aus dem rostigsten Manta Deutschlands noch retten können. Habe ihn mit dem Hochdruckreiniger abgekerchert, weil da jede Menge Mäuse-Scheiße drauf war.
Und ja, jetzt sieht eigentlich schon wieder ganz gut aus. Ansonsten ist hier noch ein großes Loch. Den Längsträger habe ich hier schon ersetzt, diesen Teilabschnitt oder das Überzugsblech vielmehr. So, und jetzt war ich zuletzt dabei, die Waagehebeaufnahme anzupassen. Die passt leider überhaupt nicht. Da muss ich, die steht unten am Längsträger, steht ein Stück 2 cm in der Luft, weil die so mies gefertigt ist. Ja, da muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Aber dafür muss das Ding wieder auf die Bühne. Ansonsten hat das keinen Wert. Ja, dann da drüben, hier die Stellen, die kennt ihr ja alle. Das ist hier schon repariert. Da muss noch. Hier ist auch schon repariert. Genauso das Heckteil. Ja. Also ich bin eigentlich schon gut vorangekommen. Aber jetzt ist es natürlich wieder ein bisschen stocken geraten. Aber es geht weiter. So, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein wieder. Ich hatte die Woche Urlaub, deswegen gab es mal einen Livestream und ein Video. Das wird natürlich leider nicht zur Regel. Aber ich dachte, wenn ich schon mal Urlaub habe und zu Hause bin, dann gönne ich euch das mal. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir noch bei Instagram folgen. Ihr könnt mir ein kostenloses Kanal-Abo dalassen. Ein Däumchen ist ein Träumchen für dieses Video. Und ansonsten sehen wir uns dann bei einem nächsten Video. Oder Mittwoch 18:30 im Livestream. Und ansonsten melde ich mich ab. Haut rein!